Heute werden wir einen genaueren Blick auf die Wasserstofftechnologie werfen, die eine entscheidende Komponente auf unserem Weg zur Emissionsfreiheit ist. Ich bin Daniel Bergstrand, Produktmanager für wasserstoffbetriebene Verbrennungsmotoren und für Brennstoffzellen. Wir erproben aktuell zwei verschiedene Technologien, bei denen Wasserstoff zum Einsatz kommt. Zum einen wasserstoffbetriebene Verbrennungsmotoren und zum anderen Brennstoffzellen. Hier hinter mir steht unser elektrischer Brennstoffzellentestwagen. Er hat bereits zwei Winterexpeditionen in extrem kaltem Winterklima absolviert, aber auch zwei Sommerexpeditionen, die in sehr heißen Wetterbedingungen stattgefunden haben. Fahrzeuge, die Wasserstoff im Verbrennungsmotor nutzen, sind einem Dieselfahrzeug sehr ähnlich. Sie haben einen Motor, der in diesem Fall Wasserstoff verbrennt, und sie haben einen normalen Antriebsstrang, Getriebe und Kardanwelle zu den Rädern. Der Hauptunterschied ist also das Wasserstoffspeichersystem, die Wasserstofftanks. Ein elektrischer LKW mit Brennstoffzellen ist ein Fahrzeug, das mit einer Brennstoffzelle Wasserstoff in Elektrizität umwandelt. Die Elektrizität wird dann durch einen Elektromotor zu den Rädern geleitet. Sowohl Fahrzeuge mit Wasserstoff in Verbrennungsmotoren als auch Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzelle werden gegen Ende des Jahrzehnts auf dem Markt erhältlich sein. 2026 werden wir Kundentests mit Wasserstoff in Verbrennungsmotoren beginnen und bei Brennstoffzellen werden wir in ein paar Jahren starten.